Hassmails, Beschimpfungen, du deutsche Schlampe. Das erlebt die polnische Europaabgeordnete Ruscha Thun gerade aufs Übelste. Hintergrund, sie ist mit einem Deutschen verheiratet und sie hat sich im deutschen Fernsehen kritisch über die amtierende polnische Regierung geäußert. Gut, kann man jetzt sagen. Asoziale, hasserfüllte Menschen, die gab es schon immer. Dank der sozialen Medien sind sie halt nur lauter geworden. Aber die Beschimpfungen, die kommen nicht nur aus dem Netz, sondern auch von quasi offizieller Stelle, nämlich aus Brüssel. Und zwar von einem Kollegen von Ruscha Thun, ebenfalls Pole und Vizepräsident des Europaparlaments. Katrin Matej berichtet. Das ist Ryszard Czarnecki, polnischer EU-Abgeordneter der Regierungspartei PiS, sogar Vizepräsident des Europaparlaments. Und das ist Ruscha Thun, auch polnische EU-Abgeordnete, aber von der Opposition. Das schreibt der Vizepräsident in diesem Gastbeitrag über seine Parlamentskollegin. Im Zweiten Weltkrieg hatten wir Nazi-Kollaborateure und heute haben wir Ruscha von Thun und Hohenstein. Der Vizepräsident benutzt das polnische Wort Schmalzownik. In Polen ein Begriff für Kollaborateure übelster Sorte. Schmalzownik, das war ein Mensch während des Krieges, der an die Nazis Juden verkauft hat. Für Geld, für einen sicheren Tod. Also dieser Vergleich, ich kann das eigentlich nicht kommentieren. Was hat Ruscha Thun getan, dass ihr eigener Landsmann und Parlamentskollege sie derart beleidigt? Ruscha Thun unterstützt Bürger, die sich Sorgen um die Demokratie ihres Landes machen, die unter Druck gesetzt werden. Und die Politikerin ließ sich dabei für Arte von einem Fernsehteam des NDR begleiten. Immer hat sie sich gegen Unterdrückung gewehrt, damals in der Solidarność-Bewegung, heute gegen die autoritäre Politik der PiS-Regierung. Auch daran lässt die Politikerin im Arte-Film keinen Zweifel. Wir haben Jahrzehnte für die Demokratie in Polen gekämpft und jetzt wollen sie das alles wieder zerstören. Polen wird eine Diktatur, wenn das so weitergeht. Aber wir werden das nicht zulassen. Der Arte-Film sorgt für einen Aufschrei in den regierungsnahen Medien Polens. Von einem schlecht recherchierten Film ist die Rede, einer furchterregenden Reportage. Es geht viel um Czarneckis Verteidigung. Thun ist mit einem Deutschen verheiratet, daher der deutsche Nachname. Sogar das wird ihr als Verrat ausgelegt und für antideutsche Ressentiments ausgebeutet. Der Arte-Film zeigt, wie sie in einer Talkshow attackiert wurde. Was Sie hier machen, ist, was jemand mit Minderwertigkeitskomplexen macht, der seinen Patriotismus abgelegt hat. Sie fühlen sich doch gar nicht wie eine Polin. Sie vertreten Deutschland. Auf diesem Nährboden gedeiht Hass. Solche Nachrichten bekommt Thun jetzt fast täglich. Lebst du noch, du Schlampe? Verrecke, du Hündin. Du und deine verfickte deutsche Familie. An die Wand mit dir, du verräterische Hure. Rasiert ihr den Kopf und gebt ihr einen Arschtritt raus aus Europa. Dass ausgerechnet der Vizepräsident des EU-Parlaments, Czarnecki, in fast dieselbe Kerbe haut, geht den Fraktionschefs im EU-Parlament zu weit. Der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Czarnecki, hat sich in inakzeptabler Weise gegenüber Kollegen des Europäischen Parlaments geäußert, sie mit Nazi-Kollaborateuren verglichen. Und er geht sogar noch weiter. Er vergleicht die heutige Europäische Union mit der Sowjetunion. Also er diffamiert auch die heutigen freien Institutionen von uns Europäern. Und insofern ist für uns klar, der Mann kann nicht im Amt bleiben. Genug ist genug. Er muss zurücktreten und wir fordern die Abwahl. Und was sagt Czarnecki selbst zu all dem? No comment. No comment. I'm sorry. Uns vom deutschen Fernsehen jedenfalls nichts. Bei den polnischen Medien ist er auskunftsfreudiger. Die Gazeta Polska. Sie gehört einem Privatunternehmen. Czarnecki ist dort Aufsichtsratschef. Inzwischen ist beschlossen, das EU-Parlament stimmt nächste Woche über die Absetzung seines Vizepräsidenten Czarnecki ab. Ruscha Thun ist erleichtert über die Rückendeckung ihrer Kollegen in Brüssel, aber auch traurig. Es ist
nicht im polnischen Interesse, dass wir vertreten werden durch Menschen, die schockierende Ausdrücke benutzen und uns allen, uns Polen, ein schlechtes Image auf der Ebene Europäischen Union geben. Also es will niemand, wirklich niemand will Polen angreifen. Auch sie nicht, die Autorin des Arte-Films, Annette Dittert. Trotzdem wurde sie von Czarnecki mit Hitlers Propagandaregisseurin Leni Riefenstahl verglichen. Dittert war früher Korrespondentin in Warschau, spricht Polnisch. Sie hat Angst um Ruja Thun. Wenn man sich ansieht, wie dieses Thema im Moment in Polen in den Hauptnachrichtensendungen, in den regierungsnahen Presseorganen hochgespielt wird, mit welcher Aggression, das bekommt man ja hier gar nicht mit, dann muss man sich schon Sorgen machen um Ruja Thun, um die Protagonistin. Vor 3 Monaten hängte eine rechtsnationale Gruppierung die EU-Abgeordnete symbolisch an den Galgen, neben anderen Politikern. Es sollte wohl eine Warnung sein.